Das sowjetische Programm wird die Wahrnehmung der Realität eines jeden Menschen in den Zielstaaten dahingehend verändern, dass, obwohl ein Übermaß an Informationen vorhanden ist, niemand mehr die nötigen Schlussfolgerungen ziehen kann, um sich, seine Familie, seine Gesellschaft und sein Land zu schützen. Es ist ein Indoktrinierungsprozess, der sehr langsam abläuft und vier Stufen umfasst. Die erste Stufe ist die Demoralisierung der Gesellschaft, die 15 bis 20 Jahre benötigt. Weshalb so viele Jahre? Weil es so lange dauert, um eine Generation von Studenten entsprechend der marxistischen Ideologie auszusetzen. Der Prozess wird danach über 2 bis 3 Generationen fortgeführt. Während dieser langen Zeit wird die Denkweise der jungen Menschen nicht herausgefordert oder in Frage gestellt und die vormaligen Grundwerte der Gesellschaft oder gar Patriotismus werden nicht mehr vermittelt. Das Resultat können Sie bereits jetzt sehen. Die Ende der 60er Jahre und danach ausgebildeten Studenten besetzen immer mehr einflussreiche Positionen in der Regierung, im öffentlichen Dienst, in großen Firmen, in den Medien und im Bildungssystem. Sie können sie nicht mehr loswerden. Sie sind entsprechend getrimmt und reagieren auf bestimmte Reize und entwickeln gewisse Verhaltensmuster. Sie können ihre Gedanken, ihren Verstand nicht mehr beeinflussen. Auch wenn sie ihnen authentische Informationen vermitteln, wie schwarz ist schwarz oder weiß ist weiß, so können sie ihre verzerrte Grundwahrnehmung und ihr Verhalten nicht mehr ändern. Schließlich ist der Prozess der Demoralisierung abgeschlossen und unumkehrbar, außer wenn sie beginnen, neue Generationen wieder mit den ursprünglichen gesellschaftlichen Werten auszubilden. Es wird dann zuerst wiederum 15 bis 20 Jahre dauern, bis diese neue Generation mit gesundem Menschenverstand und patriotisch eingestellt ausgebildet ist und dadurch im Interesse ihres jeweiligen Landes handelt. Hallo und grüezi. Die Steinzeit-Ideologie des Kulturmarxismus übernimmt die Deutungshoheit und ist einer der Hauptgründe der auf vielen Ebenen bestehenden Malaise im gesamten Westen. Manche meiner Zuschauer mögen sich an das im Vorspann gezeigte Interview erinnern. 1984, 5 Jahre vor dem Ende des Eisernen Vorhangs, führte der bereits damals wie heute umstrittene Journalist G. Edward Griffin ein brisantes Interview mit dem übergelaufenen sowjetischen KGB-Agenten Juri Besmenow, das dem Thema der kulturmarxistischen gesellschaftlichen Unterwanderung Amerikas und des Westens gewidmet war. Es gab genügend Überläufer von KGB, vom rumänischen Geheimdienst, vom tschechischen Geheimdienst, die immer davor warnten, dass es im Grunde genommen eine stille Revolution nach dem Kalten Krieg geben würde, wo die Kommunisten dann an die Macht kommen. Aber man hat es einfach nicht wahrnehmen wollen. Das lag in Teilen sicherlich auch daran, dass der Westen selbst schon unterwandert war, dass es viele unpolitische Führungskräfte gab, und dass natürlich diese allseits geprägte Liberalität und Toleranz dazu führte, dass man das zugelassen hat, diesen Gang durch die Institutionen. Schnellvorlauf, 25. März 2021. 37 Jahre später führt Renate Lilge-Stojdiek, Chefredakteurin der Epoch Times Europa, ein weiteres Interview mit Dr. Hans-Georg Maaßen, in dem er sehr sachlich auf die Frage, wie konnte es zum jetzigen gesellschaftlichen Zustand kommen, antwortet. Dr. Maaßens Ausführungen und Antworten sind in vielen Belangen deckungsgleich mit Juri Besmenows Vorhersagen über den zu erwartenden gesellschaftlichen Zerfall des Westens. Er sieht die vor 2 Generationen mittels sozialistischen Werten erzogenen und ausgebildeten Menschen an den heutigen Schalthebeln der Macht vieler Institutionen angekommen. Aber hört selber. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Epoch Times Studio in Berlin. Wir haben einen besonderen Gast, Herrn Dr. Maaßen.
Sie brauche ich nicht vorzustellen, wie schön Sie sind bekannt in Deutschland. Sie sagen von sich selbst, dass Sie sich Sorgen machen um Deutschland. Wenn ich zurückblicke in meine Familie, dann sagte meine Mutter auch immer, ich mache mir Sorgen um dich. Und eigentlich war das der Ausdruck dafür, ich habe dich lieb, ich liebe dich, ich möchte, dass es dir gut geht. Lieben Sie Deutschland? Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich liebe meine Frau, ich liebe Menschen. Ich mag Deutschland, das ist meine Heimat. Und was ich liebe, ist deutsche Sprache, ich liebe die deutsche Kultur. Ich liebe auch, dass die Deutschen unglaublich viel an Technik und an Fortschritt geleistet haben und auch zum Fortschritt der Welt beigetragen haben. Und was ich mag, da würde ich das Wort Liebe nicht verwenden, das ist unsere Verfassung und die freiheitliche Demokratie, die wir in Deutschland haben. Und darum habe ich auch Jura studiert, weil ich gerne möchte, dass diese freiheitliche Demokratie mit Leben erfüllt wird und dass sie auch funktioniert. Und darum mache ich mir unter anderem auch Sorgen. Was ist augenblicklich Ihre größte Sorge? Also ich sage, die größte Sorge ist für mich derzeit das Funktionieren unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und ich sagte vorhin, als Jurist habe ich mich damit beschäftigt und das war letztendlich dann auch die Aufgabe des Verfassungsschutzpräsidenten, sich um, ich sage mal, den Gesundheitszustand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu kümmern. Das Funktionieren des Rechtsstaates und das Kleinhalten und das Bekämpfen von allen Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und was ich in Deutschland einfach wahrnehme, ist, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht mehr gesund ist. Professor Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts und bekannte Staatsrechtler, hat es ja wiederholt gesagt. In seinem Bestseller Die Warnung hat er es gesagt. Er hat es vor ein paar Wochen in der Welt am Sonntag auch gesagt, dass er sich Sorgen macht um die Erosion des Rechtsstaates. Und das ist eine Sorge, die ich auch teile. Das ist eine Sorge, die ich schon vor Corona hatte, vor der Corona-Krise. Aber das ist eine Sorge, die ich jetzt erst recht habe, weil sich durch die Corona-Krise und die vielen, vielen politischen Maßnahmen, die seitdem beschlossen und umgesetzt worden sind, unser Land verändert hat. Und ich möchte nicht, dass sich das Land so verändert. Und ich möchte auch nicht, dass die Menschen dies als neue Normalität wahrnehmen. Ich möchte, dass die alte Normalität, die alte rechtsstaatliche Normalität wieder zurückkehrt. Wo ist der schlimmste Knackpunkt für Sie im Moment auf diesem Gebiet? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt viele schlimme Knackpunkte. Ja, also sagen Sie viele. Viele schlimme. Wissen Sie, ein schlimmer Knackpunkt für mich als Jurist und auch als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident war die Wahrnehmung, dass man durch ein einfaches Bundesgesetz eigentlich die ganzen Grundrechte aushöhlen kann. Wenn man mir das so vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist undenkbar. Ich will damit sagen, wir haben die Grundrechte aus gutem Grund als Abwehrrechte, als Schutzrechte, als Freiheitsrechte im Grundgesetz formuliert, die dazu dienen, dass der Staat sich aus dem Leben der Menschen rauszuhalten hat. Grundsätzlich ist das so, um das bildlich zu sagen, die Schranke ist immer oben. Jeder kann gehen und tun und machen, was er will, es sei denn, im Ausnahmefall wird die Schranke runtergelassen. Und jetzt muss ich feststellen, durch ein einfaches Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz und die daran hängenden Verordnungen, gilt das alles nicht mehr. Es gilt nicht mehr die Versammlungsfreiheit, es gilt nicht mehr die Berufs- und Gewerbefreiheit, das sieht man im Lockdown, die Geschäfte sind geschlossen, manche Menschen können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und das ist eine Aushöhlung der Grundrechte, die ich mir so nicht vorgestellt habe. Manches kann ich nachvollziehen, dass es notwendig ist, in der Krise ganz anders zu reagieren als in der Normallage. Aber vieles ist für mich auch als Jurist nicht nachvollziehbar. Ist nicht nachvollziehbar deshalb, weil ich nicht erkennen kann, dass hier verhältnismäßig agiert wird. Und verhältnismäßig ist ein juristischer Ausdruck und bedeutet, dass wenn man eine Maßnahme erlässt, muss man prüfen, ob sie erforderlich ist, ob sie geeignet ist und ob sie mit Blick eben auf die Kollateralschäden, nämlich die Neben- und Folgewirkung, in einem angemessenen Verhältnis steht. Und da habe ich manchmal so meine, nicht nur manchmal, da habe ich meine Zweifel. Ich hätte im vergangenen Frühjahr gesagt, gut, Überlastung, Überforderung, Krise, kann man, ich sage nicht rechtfertigen, aber man kann es entschuldigen.
So, nach einem Jahr muss ich sagen, das ist nicht mehr Überlastung, das ist auch nicht mehr, ich sage mal, Unfähigkeit, sondern für mich als Jurist drängt sich da der Verdacht auf, dass es Vorsatz ist. Warum wird das nicht gemacht? Nun, ich bin nicht derjenige, der in das Gehirn der verantwortlichen Politiker und verantwortlich Handelnden schauen kann. Ich kann im Grunde genommen für mich nur sagen, offensichtlich besteht eine Motivation dahinter, dass man das nicht aufklären will. Das müssen die uns letztendlich sagen, was deren Motivation ist. Aber für mich steht insoweit der dringende Verdacht im Raum, dass man das einfach nicht will. Und das ist für mich besonders besorgniserregend. Es macht einen Unterschied aus, ob man aus Fahrlässigkeit, aus Unfähigkeit, aus Überlastung nichts macht, nämlich die Neben- und Folgewirkungen aufklären und transparent auf den Tisch zu legen, oder ob man das vorsätzlich nicht macht. Und das Letztere ist für mich schon ein Skandal. Ich glaube, ein Problem besteht darin, dass wir hier eine, ich sage mal, unheilige Allianz haben zwischen den politisch Handelnden und den Medien. Die Medien, die vielleicht in den ersten Wochen und Monaten sagten, wir müssen jetzt hinter den politisch Handelnden stehen, wir können ihnen nicht in den Rücken fallen und offenkundige Defizite thematisieren. Das tut man nicht, wenn es eine Krise ist. Das ist in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, aber es ist nicht die Rolle der Medien, ich sage mal, Propaganda zu betreiben, Agitation zu betreiben und diejenigen, die kritische Fragen stellen, zu diskreditieren und zu dämonisieren. So, und ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Äußerungen hier und heute Ihnen gegenüber von den Mainstream-Medien mit Sicherheit wieder diffamiert und dämonisiert werde, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Oder totgeschwiegen, das ist noch eine andere Methode. Aber das zeigt aus meiner Sicht das ganze Dilemma, in dem wir hier stecken, nämlich diese Allianz zwischen Politik und Medien, die sich gegenseitig wie zwei Einbeinige stützen und versuchen dann weiterzukommen. Sie haben gefragt, wie wir weiterkommen können als Land. Ich glaube, was notwendig ist, ist, dass die Menschen zunächst einmal die Lage als eine solche Krisenlage begreifen. Und zwar nicht nur die Corona-Lage als Corona-Lage, sondern die Gesamtlage. Und zwar, dass es hier darum geht, dass vielen Menschen die wirtschaftliche Existenzgrundlage weggenommen wird, dass es hier in Folge jedenfalls all dieser Maßnahmen darum geht, dass auch der Mittelstand erheblich geschwächt wird. Und der Mittelstand ist nicht nur das Rückgrat unserer Wirtschaft, sondern der Mittelstand ist das Rückgrat unserer freiheitlichen Demokratie, weil nur Menschen, die im Grunde genommen selbstständig sind, die unabhängig sind, die Vermögen und Eigentum haben, können im Grunde genommen in einer freiheitlichen Demokratie auch Politik gestalten. Nicht derjenige, der, ich sage mal, an der Brust des Staates saugt, ist derjenige, der unabhängig Politik machen kann und gestalten kann, sondern selbstständige Unternehmer, Menschen, die im Grunde genommen auf eigenen Beinen stehen können. Und deswegen ist der Mittelstand in Deutschland einfach so wichtig. Und was ich wahrnehme, ist, dass hier im Grunde genommen all diese Maßnahmen zulasten des Mittelstandes führen. Also erster Punkt, um Ihre Frage zu beantworten, ist, die Menschen müssen erkennen, dass es um alles geht, um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder geht. Und dass sie dies, was sie hier sehen, in Frage stellen müssen, dass sie es auch kritisieren müssen, dass sie auch ihre Sorgen artikulieren müssen. Und dazu gehört als zweites dann die Mobilisierung. Die Menschen, die müssen merken, dass sie nicht immer vertrauen und hoffen können, dass diejenigen, die in Berlin sitzen, im Parlament oder in der Regierung, alles richtig machen. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass vieles falsch oder nicht richtig gemacht worden ist. Man kann sich nicht permanent darauf vertrauen, dass die Profis das schon richten oder dass andere die Probleme einem abnehmen. Ich glaube, die Menschen müssen sich selber mobilisieren und die Probleme, die sie haben, auch zum Ausdruck bringen. Sie merken ja selbst, dass die Probleme der Landwirte, die Probleme der Handwerker, der Selbstständigen im Grunde genommen öffentlich gar nicht diskutiert werden. Ich kann mich an die Demonstrationen von Landwirten erinnern, die in den Medien in Teilen totgeschwiegen wurden. Die Leute müssen sich stärker mobilisieren, um auch deutlich zu machen, wir haben unsere Probleme und wir wollen mit diesen Problemen wahrgenommen werden. Sie sind ja nun schon lange CDU-Mitglied und bleiben auch drin und vertreten den Standpunkt, innerhalb der Partei muss sich was ändern, damit
die ihre volle Kraft, die sie eigentlich auch immer noch hat oder mobilisieren kann, zur Wirkung kommt. Also, dann wären wir jetzt bei Frau Merkel, vielleicht auch bei Herrn Spahn, aber das Haupt ist Frau Merkel. Sollen wir warten auf die nächsten Wahlen, bis sie abgewählt wird? Findet sie nicht einen Trick, doch nochmal wiederzukommen? Wir müssen abwarten bis zu den nächsten Wahlen. Vielleicht kann sich in der Zwischenzeit im Parlament noch was ändern. Aber wir leben in einer Demokratie und politische Entscheidungen werden vorbereitet durch demokratische Wahlen. Das haben wir jetzt am Wochenende wahrgenommen und das werden wir im Sommer in Sachsen-Anhalt und danach auch im Bundestag und anderen Ländern erleben. Das heißt also, es wird nichts ruckzuck gehen und sofort, sondern erst, denke ich, nach den Wahlen. Sie haben angesprochen, dass ich in der CDU bin und in der CDU gerne möchte, dass es da zu Veränderungen kommt. Ich bin der Auffassung, wenn man Politik verändern will, muss man es, ich sage mal, bei Parteien in den Parteien machen. Es ist immer schlecht, wenn man rausgeht, weil wenn man rausgeht, gibt man die Möglichkeiten auf, zu Veränderungen beizutragen. Wenn man draußen ist, dann ist es schwierig, eine eigene Partei aufzubauen. Wenn man eine eigene Partei aufbaut, heißt das noch lange nicht, dass man damit Politik machen kann. Ich habe jüngst mit jungen Leuten gesprochen, die eine eigene Partei gegründet haben. Die Partei Die Basis hört sich alles sehr interessant an, was dort gemacht wird. Das sind alles engagierte Leute, die, glaube ich, auch das Herz auf der richtigen Seite haben. Aber ich habe ihnen auch gesagt, es reicht nicht aus, anzustreben, mit 5% in den Bundestag zu kommen, sondern es geht schließlich darum, dass man die Politik verändert. Und als Opposition kann man es nicht. Deswegen lade ich diese Leute ein, eher in die CDU einzutreten und in der CDU dazu beizutragen, dass es politische Veränderungen geben kann. Das ist nicht einfach, weil ich wahrnehme, dass die politische Führung der Partei gegen Leute wie mich eine Art Feindbekämpfung durchführt. Wir werden als Krebsgeschwür bezeichnet, wir werden ausgegrenzt. Aber derzeit ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit... Durch die Werteunion, nicht? Ich spreche von der Werteunion, die im Grunde genommen Positionen vertritt, die noch vor 5 oder 10 Jahren die Position der CDU waren, bevor die CDU sozialistischer wurde. Und die werden ausgegrenzt, gleichwohl versuchen wir auf unterschiedlichen Wegen Einfluss zu nehmen, damit es zu politischen Veränderungen in der CDU kommt. Die CDU ist derzeit die Regierungspartei und wird möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlicherweise nach der Bundestagswahl auch Regierungspartei sein. Das wäre dann der Weg, dann über eine Veränderung der Partei auch Einfluss zu nehmen auf eine Veränderung der Politik. So richtig offiziell hat sich die CDU ja gar nicht verändert. Das läuft ja mehr, ein bisschen mehr unterirdisch. Das ist ein schleichender Prozess der Veränderung gewesen. Das muss man einfach so sagen, ist gut gemacht worden, gut organisiert worden. Das hätte man im Grunde genommen auch auf einer Kaderschule im Osten lernen können, wie man eine stille Revolution durchzieht. Viele haben es immer noch nicht gemerkt. Ich glaube, die meisten haben gemerkt, dass hier grundlegende Veränderungen durchgeführt worden sind. Aber es waren Veränderungen, die nicht gestern angefangen haben, sondern die haben einen Vorlauf von sicherlich 30 Jahren oder zumindest 20 Jahren, dass man den heutigen Zustand in der Partei erreicht hat. Dass man in der Partei auch dafür gesorgt hat, dass bestimmte Personen nicht nach oben kommen, dass man auch aus meiner Sicht eine Art Negativ-Elitenförderung gemacht hat. Leute, die in besonderer Weise persönlich abhängig sind und loyal sind, sind gefördert worden. Und das waren meistens Leute, ich sage mal, mit einer minderen politischen oder auch mit einer minderen beruflichen Qualifikation. Sie haben sich sicher auch schon manchmal die Frage gestellt, die ich mir auch stelle und sage, das ist in meiner Lebenszeit passiert, dieser Wandel, den wir jetzt auf allen Ebenen haben in Deutschland, also dieses Gegeneinander aufgehetzt werden, die Sprachverhunzung, wo ja überall Ideologie drin steckt. Und ich frage mich, was hätte ich eigentlich noch mehr tun können, beziehungsweise habe ich das alles viel zu spät bemerkt, dass aus den 68ern die wirklich den Gang durch die Institutionen gemacht haben und wir haben es nicht glauben wollen. Ja, da sprechen Sie etwas an, was zutreffend ist. Wir haben es nicht glauben wollen, oder ich sage mal,
die Vorfahren, die Generation vorher, haben es nicht glauben wollen, das Bürgertum hat es nicht glauben wollen. Das Bürgertum hätte es lesen können. Schelsky hatte schon 1970 vor diesem Gang durch die Institutionen gewarnt, vor der stillen Revolution, kommunistischen Revolution. Es gab genügend Überläufer von KGB, vom rumänischen Geheimdienst, vom tschechischen Geheimdienst, die immer davor warnten, dass es im Grunde genommen eine stille Revolution nach dem Kalten Krieg geben würde, wo die Kommunisten dann an die Macht kommen. Aber man hat es einfach nicht wahrnehmen wollen. Das lag in Teilen sicherlich auch daran, dass der Westen selbst schon unterwandert war, dass es viele unpolitische Führungskräfte gab und dass natürlich diese allseits geprägte Liberalität und Toleranz dazu führte, dass man das zugelassen hat, diesen Gang durch die Institutionen. Und da muss ich sagen, dass aus meiner Sicht war das das größte Versäumnis, ich sage mal, der Generation vor mir, der letzten Generation, diese Toleranz gegenüber Extremisten, diese Liberalität gegenüber Extremisten. Das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel. Gegenüber Extremisten darf man zum Schutze jedenfalls einer freiheitlichen Demokratie nur intolerant sein. Diese Leute haben nichts in Institutionen und im Staatsgefüge zu suchen. Und dass man das zugelassen hat, das ist für mich heutzutage unerträglich. Und das erklärt in Teilen auch die Zustände, die wir heute hier vorfinden. Wissen Sie, ein Professor Arnulf Baring oder auch andere Professoren, die damals gewarnt hatten, war nicht in der Funktion eines Spitzenpolitikers, eines Landesinnenministers, der Verbote hätte aussprechen können, der sich auch für einen radikalen Erlass hätte aussprechen müssen. Einen radikalen Erlass war sinnvoll gewesen, um einen Marsch durch die Institutionen zum Schutze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu unterbinden. Das ist damals, vorsätzlich ist das damals aufgegeben worden. Und man hat im Grunde genommen das, was passiert, hätte man damals vorhersehen können. Man hat es in Teilen wahrscheinlich gewollt, jedenfalls von linker Seite in der SPD. Aber das waren jedenfalls unverzeihliche Fehler der 70er bis 90er Jahre, die wir, denke ich mir, heute ausbaden müssen. Ja, schön, dass wir diesen kleinen historischen Rückblick haben, denn das hat sich wirklich langsam entwickelt. Es ist nicht so, dass das alles nun gleich massiv zu sehen war. Ja, wie kommen wir jetzt raus aus der Sache? Sie haben in Planung ein eigenes Buch, da man es bei Amazon schon sehen kann. Man kann noch nicht drin blättern. Es hat einen wunderschönen Titel. Es ist kein Fehler, die Wahrheit zu sagen und wie man diesen Staat vom Kopf wieder auf die Füße stellen kann. Das heißt, Sie machen offensichtlich nicht nur eine Analyse, sondern auch eine Ideensammlung. Was könnte man machen? Ja, dieses Buch, das im Sommer erscheinen wird, ist eine Analyse. Und da habe ich vieles, ich sage mal, aus meiner Berufs- und Lebenserfahrung, jedenfalls an Analysefähigkeit mit einfließen lassen, weil ich mir selbst erklären will, was passiert hier eigentlich, was geht hier um mich herum vor. Ich versuche es mir selber zu erklären. Und ich merkte bei vielen Veranstaltungen, die ich in den letzten 2 Jahren durchgeführt habe, für die Werteunion oder auch auf Einladung von anderen, ich bin immer wieder von Bürgern angesprochen worden, Herr Maaßen, sagen Sie mal, was passiert hier eigentlich? Und Sie haben mich ja vorhin auch gefragt im Zusammenhang mit Corona, was passiert hier eigentlich? Also ich versuche das zu erklären, ich versuche nicht zu spekulieren, sondern ich versuche eins und eins zusammenzuzählen und ich bin Realist und bei mir ist eins und eins zwei und ich bin kein Ideologe, bei dem es dann 3 oder 4,75 ist. Also das wird in meinem Buch stehen. Und natürlich dann auch, dass man das, was man jetzt hier alles wahrnimmt, natürlich auch durchaus verändern kann. Man muss eine Weichenstellung vornehmen. Und diese Weichenstellung wird natürlich auch zu einer deutlichen Kursänderung führen müssen. Und je weiter wir diesen Weg hier fahren, auf dem aus meiner Sicht falschen Gleis, in die falsche Richtung, desto stärker muss diese Kursänderung auch stattfinden. Und darauf werde ich auch in dem Buch
eingehen, in welche Richtung der Kurs eingeschlagen werden muss, und dass das Bürgertum, an das richtet sich das Buch auch, an die Menschen, die sich auch wie ich Sorgen machen um unser Land und die Zukunft der Kinder, dass das Bürgertum sich einfach darüber im Klaren sein muss, wir müssen einfach auch eine eigene Vision haben von der Zukunft. Und wir dürfen den Linken, den Neosozialisten, so wie ich sie bezeichne, nicht die Dominanz in der Gestaltung der Zukunft überlassen, sondern wir müssen selbst wissen, wo wir hinwollen. Wir können nicht mehr zurück in die gute alte Zeit, ich sage mal unter Helmut Kohl, in die 80er, 90er Jahre. Das ist uns alles verbaut. Wir müssen uns ein Deutschland 2030, ein Europa 2030 vorstellen, dass ein, das ist meine Vision, ein liberales Europa, ein offenes Europa, aber auch ein wehrhaftes Europa und ein technisch fortschrittliches Europa. Und darauf gehe ich dann in den letzten Kapiteln meines Buches ein, und ansonsten seien Sie überrascht. Die meisten Menschen in Deutschland haben keine politische Erziehung erfahren. Ich will damit sagen, in einer Demokratie ist es notwendig, dass die Menschen auch demokratisch denken. Und nach meinem Verständnis heißt es, denken als Staatsbürger, als Bürger und nicht als Untertan oder als Kunde. Mir fiel es immer schwer, in Behörden als Kunde bezeichnet zu werden, wenn ich da meinen Reisepass abholte. Ich bin nicht Kunde, habe ich immer gesagt. Ich bin Bürger. Ich bin Miteigentümer. Das Ganze gehört zumindest in Teilen mir. Ja? Ich bin nicht Ihr Kunde. Ich bin Ihr Arbeitgeber. So, dieses Bewusstsein, was ich für zwingend notwendig halte in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, dass der Bürger hier nicht irgendwie Konsument ist, der Mensch nicht irgendwie Konsument ist, sondern als Bürger mitverantwortlich ist, Miteigentümer ist. Er hat Rechte, er hat aber auch Pflichten. Und zu den Pflichten gehört es letztendlich auch, dass er sich um das Gemeinwesen auch ein Stück weit kümmert. Und mein Eindruck ist, dass dieses bürgerliche Bewusstsein in Deutschland den meisten Menschen fehlt, weil sie es nicht gelernt haben. Zu Hause ist es nicht vermittelt worden, in der Schule ist es auch nicht vermittelt worden, mir gegenüber auch nicht in der Schule. Es sind ja auch keine Vorbilder, also die selber ja, was machen. Genau, und jetzt möchte ich auf den Punkt hinaus, das ist für eine Demokratie aber zwingend notwendig. Es ist notwendig, dass die Menschen begreifen, Demokratie heißt nicht, ich zahle meine Steuern und gehe alle 4 Jahre zur Wahl und dann, ja, ich erziehe meine Kinder gut und das ist es. Das ist aus meiner Sicht Biedermeier. Das bedeutet, die Menschen ziehen sich im Grunde genommen zurück und Demokratie beschränkt sich dann auf diese, ich sage mal, Rituale. Sondern Demokratie heißt sich einbringen in den Staat und in die Gesellschaft und auch Verantwortung übernehmen, aber auch das Bewusstsein zu haben, dass die Politiker, die im Bundestag sitzen, das sind nicht unsere Oberlehrer, das sind nicht die Schulmeister, das sind nicht die Erzieher, das sind unsere Angestellten. Und wenn die Angestellten nicht spuren, dann werden sie halt gefeuert. Und da ist zwar die Kündigungsfrist 4 Jahre, aber sie werden rausgeworfen. Und dieses Bewusstsein ist aus meiner Sicht für eine freiheitliche Demokratie unerlässlich und bedeutet aber, man muss sich verabschieden davon, dass man sich ins Private zurückzieht und nur demokratische Rituale ausübt, sondern man muss sich einbringen, in der Partei einbringen, in der Gemeinde einbringen und notfalls auch auf die Straße gehen. Im Übrigen muss der Bürger sich auch darüber im Klaren sein, er ist hier Miteigentümer vom Ganzen. Ja? Er muss sich darüber im Klaren sein, das sind unsere Angestellten, unsere Beamte und wir haben ein Recht darauf, auch auf die Politik einzuwirken. Ein wunderbares Schlusswort, Herr Dr. Maaßen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und hoffentlich geht davon viel Ermutigung aus zu unseren Mitbürgern. Sehr gerne, bitteschön. Die Sorge um Deutschland treibt Dr. Hans-Georg Maaßen an. Und auch auf dem Tell the Truth Swiss Kanal sind einige seiner immer sehr sachlichen Interviews festgehalten. Es ist festzustellen, dass Dr. Maaßens Stellungnahmen im Tandem mit den immer stärkeren politischen Verwerfungen der Gegenwart an Deutlichkeit und Schärfe zugenommen haben. Ich freue mich über eure mit Bedacht gemachten Kommentare, euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt, den Tell the Truth Swiss Kanal abonniert und die Glocke drückt,
damit ihr kein neues Tell the True Swiss Video verpasst. Wissen ist Macht und ich wünsche uns Frieden über unseren Köpfen. Danke und bis bald.